Was können wir tun, damit das nicht durch Gerichte wieder in Frage gestellt wird? Wohl der bemerkenswerteste Satz in diesem ganzen Interview und kaum einem fällt er auf. Die Regierungschefin sagt ganz offen, was können wir tun, damit die verfassungsmäßige Gewaltenteilung nicht so funktioniert, wie sie funktionieren soll. Denn die sagt ganz klar, dass die Gerichte unabhängig sein sollen und die Regierung kontrollieren müssen. Und sie fragt, was können wir tun, damit die Gerichte nicht das tun, was in der Verfassung steht. Phänomenal, ebenso wie das Wegschauen der Medien. Was können wir tun, damit das nicht durch Gerichte wieder in Frage gestellt wird? Dadurch, dass wir jetzt ein Bundesgesetz gemacht haben, kann es nur durch das Bundesverfassungsgericht noch überprüft werden. Es ist phänomenal, die Regierungschefin, eine der Garantinnen des Grundgesetzes und der Verfassung, brüstet sich, dass sie die Gesetze so geschrieben hat, dass sie nicht mehr vor dem Verwaltungsgericht kontrolliert werden können und nur noch vor das Verfassungsgericht gegen sie gezogen werden kann. Formal mag es ja in Ordnung sein, aber diese Einstellung zum Rechtsstaat, holla, holla, holla. Das heißt also, man hat nicht die verschiedenen Verwaltungsgerichtsentscheidungen. Verschiedene Gerichtsentscheidungen, Frau Bundeskanzlerin, sind ein Merkmal des Rechtsstaates. Wenn man alle Gerichte auf der gleichen Entscheidung hätte, dann wäre das ein Anzeichen dafür, dass der Rechtsstaat gar nicht mehr funktioniert. Es ist unglaublich, wie hier ein Missachten demokratischer Grundsätze gar nicht mehr verhohlen wird.